gleich nochmal kurz in die Küche. So, wieder da. Oh, Vorsicht. Oh ja. Was denn? Hilfe. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ich bin vergiftet. Sind alle da? Ich hab den Skorpion gepiekst. Dirk und ich sitzen unten noch bei der Leiche. Ach so, ist die Leiche geplündert? Ja. Okay. Was haltet ihr von dieser Brücke da, dieser Steinbrücke? Oder? Oh, ich bin mir sicher, hinter dem Wasserfall ist was. Ja, schau dir das mal an, da ist diesmal ein Weg. Ist das neuer Stein oder ist das Metall? Das müsste Metall sein. Okay. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kristallproblem gelöst. Ach du Scheiße. Das ist nicht Kristall, oder? Das ist Salz, oder? Das ist Kristall. Ich glaube, das ist Salz. Das ist Kristall. Nicht so viel hacken. Aber trotzdem ein Problem. Ja. Können wir nicht hacken. Können wir nicht mitnehmen. Ja, ich wollte mal gucken, was das ist. Ich wollte nicht mitnehmen. So schön. Ah, wie hübsch. Stell dir mal vor, wenn wir hier was bauen. Wobei, dann zum Beispiel der Kristall nicht, ne? Stelle merken mit dem Agentavis später irgendwann wiederkommen. Achso, ich dachte Stelle merken und waschen. Okay. Oh nein. Was haben wir denn? Kann man hier nicht an dem Rand sein Wasser nachfüllen? Oh. Mein Mund auf. 55, 56 füllen. Nee, gute Idee. Aber kann man nicht? Okay. Oder? Nee. Hä? Wo ist denn die Quelle? Hallo? Ups. Quelle. Oh, war ein Leck. Der ist ganz weit hoch hier. Hier geht's eigentlich. Wo? Das müsste eigentlich gehen. Ah, jetzt hab ich's. Der Fluss hier. Ja, hier geht's. So, wollen wir Brücke? Brücke unten, ja. Wasser ist fertig. Ah, okay. Dann zur Brücke und dann. Dann warte ich kurz bei der Brücke und renn nochmal. Brücke und Wasser holen. Oh, ich freue mich schon richtig auf den Schmetterling. Ich glaube, ich nenne ihn Nummersatt. Was ist der da unten, ja, ne? Im Wasser. Ganz viele. Der wird gerade von 20 Kanus zerfetzt. Und die Kamele. Bin ich hier safe oder kann ich hier eben. Ja, ist so weit. Okay, bis gleich. Nee. Dankeschön. Bevor ihr losfliegt, gebt mir mal bitte kurzen Moment. Ja, ich hab auf dem Weg was gefunden. So Mandeln. Oh, ich bin dir auch so mal. Oh, ich hab Rohsalz gefunden. Rohsalz habe ich auch schon gefunden. Raschelt's hier. Ein Rohsalz ist nicht schwer. Lohnt sich das hier? Haben wir ganz viel daheim. Okay. Das kriegt man aus den Knochen in der Nähe. Dann. Nicht. Oh, Mandeln. Mhm. Soll ich dir deine Packung bringen? Ja. Vielleicht. Danke, bin wieder da. Liegt ein Ei hinter Fischstäbchen. Na, kurz gleich wieder da. Jo. Wieder da. Ups. Und tschüss. Zuschauerzahl 0. Ich weiß halt, wie ich meine Freunde raus ekel. Bin da. Quack? Ja, ich bin da. Okay. Wie lange dauert wohl so ein Schmetterling zum Zähmen? Keine Ahnung. Und wie schnell ist der, wenn man sich draufsetzt? Kann man damit auf Wasser surfen? Ich wette, der ist wie Smetbo und kann Paralyse oder so. Der hat ja gerade so Flocken gemacht. Ja, lass uns mal weiter. Sein. Die schnappen hier. Oh, guck mal, hier ist so eine Höhle. Ah, ich muss da rein. Da ist ein Tyranno unter uns. Ja, mag ich doch. Ah, der ist doch busy. Aber hier wäre eine Höhle gewesen. Guck, da ist wieder so ein Jukebook. Ich komme mit. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ist das hübsch. Oh, wie hübsch. Ich klatsche jetzt. Ich bin in der Höhle. Ich bin in der Höhle. Und bei euch. Ah, wie hübsch. Oh, scheiße. Dino. Oh, scheiße. Schocken außer Kontrolle. Ich kann nicht steuern. Ich komme.
Aber Kontrolle verloren. Mayday, komm, Mayday. Oh ja. Oh shit. Bist du das, Kirk? Ja, ich kann momentan mich nicht bewegen. 3 Sekunden, 2 Sekunden. Ja, ich sehe es. Flieg sofort weg. Ja, ja, ich versuch's, aber ich komme hier nicht weg. Ja, ich sehe es. Ja. Okay, na, also sofort nach oben. Und hier kurz pausieren. Der ist ja drin. Nein, ja, das ist in der Höhle. Ja, war wunderschön, da durchzufliegen. Haben wir bitte, warte mal. Der Kakteen bringt Kaktussaft. Wasser trinken. Lol, von dem kann man Wasser saufen. Ja. Probier's mal aus. Nein, von dem Kaktus. Von dem Jackbug kann man Wasser trinken. Ah. So. Ich hab jetzt Kaktussaft. Ja, aber der Kaktussaft bringt an sich nicht viel. Wahrscheinlich halluziniere ich gleich. Ich habe richtig viel gegessen. Wollen wir mal zu diesem Hammer da hinten laufen? Oder ein Wolf oder so. Oh ja, oh Wolf. Wüstenwolf. Oh, guck mal hier unten. Oh. Mhm. Oh. Lag ein toter Tawny Dragon. Oh. Also hier gibt's auf jeden Fall eine Menge Kristall, wenn man mal was braucht. Ja. Oh, hübsch. Da sitzt eine Schlange. Wir können ja auf dem Wasser fahren, ne? Ja. Aber Fisch gibt's hier nicht, ne? Was haltet ihr von diesem Thors Hammer da hinten? Mhm. Ich muss mal kurz pausieren. Ich lande mal hier auf dem Stein. Richtung Thors Hammer, vielleicht seht ihr mich ja. Oh Gott, da bin ich gerade erschrocken. Da vorne sind auch Argentavis. Hm. 84. Oh, da sind auch Geier. Da oben fliegt auch ernsthaft ein Pelagornis. Oder habt jemand von euch den verloren? Ah ne, da sitzt ja jemand drauf. Lol. Du bist falsch, du musst rechts. Ja, geradeaus, geradeaus. Ein bisschen links, bisschen links. Ja, so ist perfekt. Ich bin da durch diese Kristallhöhle weiter im Wasser gefahren, damit ich irgendwo da hinten rausgekommen. Okay. Alle da? Mhm. Ich frage mich, ob wir jemals wieder so einen hohen Greifen finden. Level 84. Nee. Niemals. Wahrscheinlich. Es ist der High Speed ausgegraut. That's not true. Das sind ganz viele Hammer, Leute. Sehr Hammer. Seht ihr da diese. Das Palmen? Oh, oder sieht Scheiße, das ich werde angegriffen. Wo denn? Oh. Was denn? Von da? Flieg einfach weg. Ja. Eine Art Oase. Oh shit, ich muss. Oh, das ist schlecht hier. Oh. Marco. Ausdauer. In den Krokus? Are you kidding me? Nee, das sind Tawny Dragons. Ja, aber da ist auch eine Katze. Marco sitzt mitten drin. Ja. Oh, das ist schlecht. Ich versuche hier. Ich kann ein bisschen fliegen. Jetzt sehe ich aufs Wasser. Ja, ich versuche es. Oh lol, die schießen ja wirklich so Raketennadelreif. Ja, ja. Ich halte ziemlich viel aus, das ist okay. Ich gehe auch aufs Wasser. Ich habe jetzt erst 10% verloren an Leben. Bin auf dem Wasser. Wie ist hinter dir? Die stoßen mich hier ins Wasser. Boah, die vergiften. Ihr könnt ja auch trinken, by the way. Okay. Nett. Und sobald man ins Wasser geht, steht da dir ist kalt. Du solltest einen wärmeren Ort. Da sieht, da kommt ein Tiger hinter euch her. Aber wann wir, die haben im Wasser keine Chance. Einfach schnell oh ins Gott. Wasser. Oh, eine Nadelrakete.
Ja, ich gehe mal eben hier zur Seite. Haben Sie ich hab fast Angst, die 2 Euro zahlen müssen zu machen. Ja. Für dich sind es 5. Ich bin sehr müde. Nie. Moment. Aber noch nicht viel. Ich glaube, ich fahre wieder nach Hause. Ja, macht das viel Spaß. Aber nur auf dem Wasserweg ist dann erlaubt. Mhm. Was ist das denn hier? Wir sind immer noch hinter uns her. Was ist was denn? Ist so eine Wüstenmaus. Ja, was ist das? Wo ist eine Wüstenmaus? Wo ist eine Wüstenmaus? Oh, how cute! Oh mein Gott! Leute? Was? Ja? Hallo? Wir sind immer noch hinter uns. Oh, doing, doing, doing. Ja, die kommen langsam durchs Wasser. Die sind ja witzig. Oh, die greifen an. Jaboas? Nee. Level die Säbelzahn. Nicht töten. Oh, Entschuldigung. Hier steht ein Vogel rum. Ich wollte den zählen. Weg. Oh, sorry. Aber wir dürfen nicht zählen, wenn wir erkunden. Nicht? Nee, sonst kommt Pete und erschlägt dich mit der Axt. Na, wir hatten das Stäbchen mit dem. Leute. Wo ist mein Vogel? Ah, ja. Vorsicht. Ja, ich hätte ja was gesagt, dass da wer kommt, aber hey. Komm, greifen wir gerade an, ja. Das ist irgendein Neues. Einer ist schon fast tot. Ja, da kommt auch noch so. Ja, dann lass jetzt fighten. Okay, ich helfe. On my way. Achtet auf die Gesundheit. Es gibt gut Level. Anderes Level tot. Beide tot, alle tot, alle tot. Alle tot? Mhm. Okay. Wie viel Nahkampfschaden habt ihr? Oh. Gar nicht gelevelt. Also auf meinem Pelagonis. 208. Jetzt 206. 254. Ich auch. Da ist ein Tertio oder Raptor, was ist das da drüben? Nein, 240. Du Tyrannus, das sind die ganz fiesen Viecher. Hat noch mehr was Fisch übrig? Nicht mehr viel. Ich hab noch 10. Passt aus. Oh, ein blauer Schmetterling. Okay. Ich habe noch. Können wir hier durchs Wasser fahren? Ich habe noch. Müssen wir. 40. Das wird sonst ein Problem. Okay, ja, können wir trotzdem bei Thor's Hammer kurz landen? Welches Gefühl? Der linke Nahe hier. Ich frag mich, wenn wir alle auf der linken Seite landen, ob der dann umfällt. Ich hoffe nicht. Können wir mal alle auf die linke Seite? Bisschen springen dann vielleicht auch? So langsam muss es doch warm werden, oder? Komischerweise ja, ne? Was fliegt denn da hinten? Oh, ein Schmetterling da unten. Wir haben jetzt 19 Grad hier. 19? Bisschen komisch. Kriegen wir da unten im Wasser Fisch? Gucken wir mal. Hier. Ja, langsam wird's knapp und wenn wir keinen mehr haben, dann kriegen wir keine Ausdauer mehr hoch. Ja dann. Ich hab auch nur 2. Da hinten ist eine Brücke. Gucken wir mal. Wir haben hier den Fluss entlang fahren. Die gibt uns aber auch kein Fisch. Näher noch viel weiter. Ja, genau. Ich bin mal in der Nähe hier von diesem. Was ist das? Das ist auch nie im Leben Jutyrannus. Der ist doch viel zu groß, oder? Guck mal eben. Der da so kämpft. Das ist doch ein Jutyrannus. Weil der so riesig aussah. Okay, also wir gucken jetzt nach Fisch. Ich suche. Natürlich kacke, wenn der ganze Fisch hier nicht in der Wüste spawnt. Sehen tatsächlich hier nur tote Viecher, aber. Die fressen kein Fleisch. Kein Fisch. Ah, oh, diese Brücke meint ihr. Hübsch. Das ist ja so ein Steg und Haus, ne? Schick. Gibt's da was umsonst? Na, da wo ein Steg ist, sind auch meistens auch Fischis. Das ist ein Känguru rechts. Gut. Sehe ich nicht. Da rechts. Das ist kein Känguru. Ich sehe nur diese beiden Wasserstampfis da. Ah ja, ich sehe es. Boah, die machen die Raptoren ja richtig fertig. Ah, die sind ja hübsch. Eine rote Blume. Ich glaube, hier ist es auch richtig lässig, durchzufliegen mit, durchzureiten mit irgendeinem Reittier. Was weinen die denn da? Ist hier wirklich was ist das denn hier? Ja, ein Krokodil. Ein Schrotthaufen. Die kämpfen gegeneinander. Nee. Was für ein Schrotthaufen?
Es sieht aus wie so ein Schrotthaufen, aber. Oh, da hinten ist eine riesen Festung, Leute. Ja, meinte ich ja vorhin. Hier sind auch Krokodile, ne? Ja, ich kämpf gerade mit einem. Habt ihr die City hier links gesehen? Die was? Die kleine Stadt. Ja, bin ich gerade drin. Lauf ich gerade mit dem Cricket durch. Bik, bidi, bidi, oh, hier sind ganz viele Piranhas, nice. Endlich Food. Finally, some good fucking food. Komm mal auch für den. Das ist ein Frosch. Fudi Mudi. Naja, das ist ein Brunnen. Hier ist ein Brunnen oben. Geh ich gleich mal, aber ich brauche auch Fisch. Ja. Bei mir ist leider kein Piranha. Ja, ihr könnt ja mit der Kamera mal so unter Wasser ein bisschen gucken. Ein Krokodil will mich, klar. Oh, da ist so ein Sprungvieh. Oh. Ja, das andere Krokodil. Das ist hier teilweise Kevin. Sumpf. Oh, er hat mich erwischt. Frosch sehe ich. Ja gut, Hast du Hilfe? Ja, ich komme. Ich box dann mal das Krokodil. Komm mal helfen. So. Der eine ist fast tot. Komm mal helfen. Jo. Fokus aufpasst. So, ich mach jetzt schnell. Weil wir müssen Pido helfen. Na, ich bin doch schon frei, Kevin. Achso, oh, Kevin war das jetzt. Willst du noch der andere Koko? Tut der ja schon ein bisschen leid, ne? Oh, ich bin der Chef. Ich bin gar nicht. Komm ich hoch. Minchi. Trinkst du? Wollt ihr gleich nochmal ein Bett hier bauen in der Nähe? Wieso? Ach, nur so. Er ist unter Wasser, das ist unter Wasser. Tod, Level 90. Baryonyx ist ja auch noch, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Okay. Jetzt kommt er nicht. Komm her. Hilfe, meine Güte. Ich sehe leider auch keinen. Mann, Vogel. Piranha. Ja? Dankeschön. Hier hinten sind noch zwei. Die geben auch nicht viel, die Piranhas. Geben auch nicht viel, da geben ich ordentlich jetzt viel. 73. Nicht viel. Passt auf vor den Baryonyx. Ja, das ist das Problem. Neben dem Baryonyx ist natürlich... Ah, hier ist ein Fisch. Ein einziger. Den hol ich mir. Oh Gott, ich bin abgesprungen. Oh, das ist der Baryonyx. Der Dude möchte mich. Ja, yep, und der kommt. Das fliegt hoch. Distant euch. Ich hab gekackt. Er ist weg. Nice. Oh, Level up. So, ich bin mal kurz auf der Brücke hier. Ja, und such hier nach Fisch von oben, aber da ist einfach nix. Bin auch wieder bei 40. Guck mal auf der anderen Seite. Hier sind noch ganz viele bei mir unten. Komme. Das ist ein Frosch. Hello. Mein. Ah ja. Kommen wir mit snacken. Hi. Hat jemand irgendwo mein Ichti gesehen? Dein Ichti? Der müsste hier irgendwo sein, wenn ich... Nee, warte mal, der taucht mit, oder? Ja, der taucht mit. Da ist ein Frosch. Wann ist denn mir der Hops gegangen? Oh oh. Vorsicht, Kapus. Als du genommen worden bist von dem Koko. Also dann als Wecke. Ich geh mal gucken. Der fliegt dann da noch irgendwo. Weißt du, wo das war? Ja. Oh. Das war ich hier oder bei den Schlafsäcken, aber dann habe ich eigentlich. Nein. Gerade als du vom Kroko gedingst bist, da fliegt der mal weg. Du wurdest doch von einem Kroko gesnackt. Ja. Sicher? Ich wurde gesnackt, ja. Ja, ja wurde. Aber fliegt der weg? Nein, der fliegt nicht weg, aber der fliegt von der Schulter. Nein. Ja. Der wird. Er wird in der Nähe gelandet sein. Nur noch beim Wasser. Ja. Aber immer noch beim Wasser, ja. Oh nein, Krokodil will mich. Oh! Hä, wieso bin ich runtergefallen vom Cricket? Ich komm nicht auf mein Cricket drauf, Leute. Das ist geil. Ich komm nicht auf mein Cricket, warum auch immer. Der Cricket ist hier gar nicht mehr. Ja. Wo ist denn mein Cricket hin? Ist hier gar nichts mehr. Der haut ab. Du hast den auf passiv von Fliegen gestellt, wenn der angegriffen wird. Ja, ich weiß schon, was das bedeutet. Ich glaub, der folgt mir jetzt gerade. Ja, der soll dir nicht folgen, der soll mir bitte folgen.
Dankeschön. Also es wäre super cool, wenn ihr meine Viecher nicht pfiffeln könntet. Ja, dann weil... frag dich, wo der ist. Ja, aber wenn ihr den einfach ohne, dass ich frage, wegpfiffelt, ja, dann ist das schlecht. Ja, aber der, er steht eben gefragt. Nicht, er steht auf neutral, er steht nicht auf passiv und flee. Der ist hoch weggeflogen. Ja. Ist nicht die da? Nee, das aber ist dann lass ihn da hoch wegfliegen, weil dann weiß ich, dass er in meiner Nähe ist. Wenn du ihn wegpfiffelst, habe ich ein Problem. Okay. Ja. So, Ich stand auch nicht auf dir folgen, ne? Ja, habe ich gemerkt. Aber trotzdem, nicht wegpfiffeln. Gut. Dankeschön. Wir sind jetzt du gehört jetzt Marco nicht pfiffeln. Ne? Ja, musst du gar nicht so laut sagen, weil dich habe ich auch letztens jetzt angemeckert, dass du meine Viecher wegpfiffelst. Aber so. Marco, du sollst dir nicht pfiffeln. Wir sind ganz weit weg von 50-50, ne? Bitte? Wir sind ganz weit weg von 50-50. Ja, ja, 50-50 ist da, wo unsere Schlafsäcke liegen. Ich die gefunden? Nee, ne? Achso, ja, ich die suche, das war ja wichtig. Ich gucke nochmal. ist das der Ichti? Wird mal auf direktem Weg zurückfliegen. Oh Gott, hier sind Blutegel auf dem Boden. Wie fliegt man denn auf dem direkten Weg zurück? Geradeaus. Nach vielleicht ein, zwei Pausen. Gleich aufs Bett. Oh. Also in die Base, okay. Dann komme ich mit. Oh nein. Fliegen wir jetzt zurück, alle? Können wir machen. Ohne ich, Tee? Ach so. Ja. Also der war da nicht mehr. Vielleicht ist er bei den Schlafsäcken. Ich nochmal rumgucken? Trödelt halt irgendwo rum. Ja, bin ich vollkommen auffällig, aber ich muss gleich mal landen. Oh, schlecht da vorne zu landen. Ich die sehe ich leider überhaupt nicht. Ja, ist fein. Vielleicht taucht er irgendwann auf. Oder macht sich ein schönes Leben mit Körm. Ach hey. Ja, mit Körm, genau. Sie haben so WG aufgemacht. Was sind das hier eigentlich auf dem Boden? Oh, ich werde angegriffen, Vorsicht, Leute. Wo genau seid ihr? Also ich bin hier auch noch. Ihr müsst jetzt wegfliegen. Da kommt ein Tyrannus. Ich bin noch am gucken nach Vogeli. Vogeli ist frei. Aber nicht Findeli. Finde ich auch nicht. Guck mal, da ist wieder so eine Wüstenmaus. Warte, ich muss mal kurz leveln. So. Oh, jetzt ist mir zu heiß. Level 1. Ja. Warum haben die denn alle Level 1? Guck mal, ich kann nicht drin schwimmen. Guck mal. Oh, ein... Oh, hier ist ein riesiger Schwung, hier ist ein lila Schwung. Heißen die großen Vögel? Ja, ja, schon gesehen. Ich hab meine Aussaugen, Alter, wie willst du auf dem Rücken hocken? Na, so wie du auf dem Pelagonus hockst. Dem... Guck mal, Pete. Kleiner Swimmingpool. Fisch ist da nicht dran, oder? Nein. Schade. Brauchst du was? Ich hab was. Ich hab wieder nur 17. Hier, nimm dir zwei Stacks raus. Oder anderthalb. Ich hab keinen Fisch mehr. Ah, ja, wir haben alle leider ein Fischproblem. Ist er auch Fleisch? Nee. Aber bei mir kannst du dir was rausnehmen. Das ist halt der Nachteil an dem ich dir. Ohne Fleisch bist du halt, ohne Fisch bist du halt aufgeschmissen. Ja, aber eigentlich findet man ja überall was. Hier haben wir auch was gefunden jetzt. Ja, zum Glück. Wir haben halt ab und zu keine Stops gemacht mit Füttern jetzt. Also auch extrem viel. Ein bisschen wegen der Vivan auch. Direkter Weg, habt ihr gesagt, ne? Dann schaue ich mal eben. Ich warte hier auf den Stein auf euch. Cricket. Dancebreaker. Der Gute. War aber ja mal krass, was wir hier gefunden haben. Da hinten ist dann wirklich oft Wüste, oder? Ich habe da nicht mehr irgendwie Bauten oder sowas gesehen, aber da spawnt trotzdem ein Drop.
Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn wir mit diesen Morella-Topsten-Dinger da, die ja Wasser speichern können, einfach wie so eine Karawane durch die Wüste ziehen würden. Ich denke mir eher, das ist bestimmt so ein scheiß Sandwurm, wie man in jedem fucking Wüstenfilm sieht. In jedem, so ein gigantischer. Dann müssen wir aber nicht Rex, im Rhythmus trappeln. Kaka, Pipi, Sandwurm, der macht dann Noms und wir sind tot. Ja, und dann müssen wir aber. Ein Tapeara! Huch, wo ist er hin? Männlich, 87. Oh, are you fucking kidding me? I hate my life. Server speichert. I hate my life, ein Tapeara. Hohes Level. Werde ich mit speichern oder werde ich jetzt. Ich sehe nichts, ich bin im Fernglas drin. Jetzt. Ich wusste nicht, wo ich hingeflogen bin. Oh Gott, was ist ach, das? Ach du Scheiße! What the was, fuck? Oh Gott. Das ist ein Stein. What? Das ist immer schön. Was ist das denn? Ein Rock Elemental. Level 54. Oh! Auf Wiedersehen! Wie kommt er denn dazu? Sehr schön. What the hell? Ich komme einfach genau wusste, dass es irgendwann kommt. Ja, ich hab schon die ganze Zeit. Er hat sich verbuddelt. Er hat sich als Stein getarnt. Ich komme mit einer Bola von hinten, okay? Ich komme mit einer Bola. Das ist der rechts von dir, rechts von dir. Ja, hier. Ich snack den. Oh, ich steck in dem drin. Junge, Stein ist doch effektiv gegen Flug. Oh nein. Guck mal, dazu kannst du kleine Äuglein. Ich bin echt happy. Oh, dann Stein. Also. Ach, da ist noch ein Tapeara. Oh, ihr verarscht mich doch. Das ist doch wohl ein Scheißscherz. Und es ist ein weiblicher Tapeara-Level. 90! Tja. Wir hatten die Regel. Ich werde nicht. Ja, jetzt darfst du meckern. Ich werde es nicht. Geht mal hier runter. Farmen. Was ist eigentlich das hier für ein kleines Kreisbäumchen? Level 90. Ganz weiß. Ja, gut, dann fliege ich eben zur Basis und fliege direkt wieder zurück und zähle mal. Erkundungstour ist vorbei. Oh mein Gott. I don't care. Oh mein Gott, ist das eine Beauty. Oh, Beauty. Sweetheart. So nice. Weiß, ne? Dann kommst du so ja. Hier einfach nur so, also der hat den nur mit dem rechten Fuß weggeknickt. Das ist okay. Da ist noch einer, Wiebke. Ich flieg jetzt geradeaus, ich guck jetzt nirgendwo mehr hin. Männlicher, 33. Können wir gleich da zurück eiern und den zählen? Kann ich endlich Tapeara-Babys machen? Oh mein Gott, Tapeara-Babys! Oh mein Gott, sweet! Ey, ich hab ihn gefunden. Was denn? Trödelt rum. Bei den Schlafsäcken, oder? Ja. Hab ich doch gesagt. Muss mal landen, ich hab wenig Ausdauer. Ja. So, wir haben ein bisschen Fleisch braucht, hier ist was drin. Mir ist jetzt auch zu heiß, genau wie euch. Aber nur normales gebratenes Fleisch, nicht für den Vogel, leider. Aber ich weiß nicht. Das war jetzt schon echt ein gutes Stück. Und wir haben so richtig wieder erkundet, ne? Speck gefressen, ne? Aber wenn wir hier über das Schneegebiet fliegen, kommt danach wieder ein bisschen Wasser, da können wir vielleicht mal snacken. Aber beim nächsten Mal viel mehr Fisch mitnehmen. Ja, krass. Okay. Eigentlich vollstopfen damit. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, wenn wir nochmal zurückfliegen, Wiebke. Mhm. Aber ich kann nicht jedem sagen, wir dürfen nicht zählen, wenn wir erkunden und ich selber mach's, das wäre halt unfair. Ja, aber dann fliegst du zurück, ja. Um dann wieder loszufliegen. Ja, das meine ich. Aber das ist halt fair, das ist halt. Ja, aber die Erkundungstruppe fliegt ja gerade zurück. Ja. Wir fliegen hier gerade. Wäre das okay für euch? Wäre das in Ordnung? Ich will ja kein Arsch sein. Ist das in Ordnung. Ich habe halt zwei Prime-Fleisch. Ich hab das wäre halt jetzt blöd gewesen auf dem Weg durch, weißt du, aber wir sind jetzt zurückgewiesen. Was ist okay, ja, dann kehre ich wieder um. Ich habe nämlich noch in meinem Vogel 1, 2, 3 Prime-Fleisch. Kein Kibbel. Ja, Kibbel kriegen wir nicht, wir brauchen Lila dafür, das haben wir noch nicht. Aber ich habe natürlich jetzt auch keine Bola eingepackt, ne, weil ich habe nicht extra... Ich habe noch zwei Stück. Und auch kein Narkosemittel. Okay, pass auf, ich habe auch kein Narkosemittel. Ich hab genügend für euch, warte mal, ich bin noch in der Nähe.
Okay. Wir machen gleich mal Fisch schnappen können, dann haue ich wieder ab. Alter, wie schnell man hier schon. Ich hab noch ein paar Bolas und verloren. 60 zusammen. Wir können ja zusammen dann eigentlich weit und breit töten, dass wir dann noch mehr Prime-Fleisch bekommen, damit das schneller geht, oder? Ich weiß nicht, wo ich auf euch warten soll. Ich suche gerade an den Wassersachen nach seltenen Blumen, damit wir den anlocken können. Aber den brauchen wir doch nur einmal zu bolern, oder? Ja, aber mit einer seltenen Blume ist es leichter. Weil dann setze ich mich kurz auf meinen Pelagornis und lock den an und ihr wirft eine Bola. Ich weiß halt nicht mehr, wo der genau war. Ich hab's mir mit Absicht nicht gemerkt. Damit ich keinen Scheiß mache. Jetzt bereue ich's. Ah, ich hab ihn. Nevermind. Guten Morgen, Sweetheart. Ja. Ich hab ihn. Wo bist du da? Gucken. Ich warte auf einem Stein auf euch. Stein. Ich hoffe nicht, dass der gleich anfängt zu leben. Zu leben? Stein. Ja, Stein. Nee, ist so ein also Flammenstein. Also ich sehe einen von euch auf jeden Fall. Wenn nee, rechts musst du fliegen, geradeaus. Ja, da bin ich. Ja. Gibt's auch noch Marco, ne? Ich habe leider keine Blume. Ist nicht so schlimm, den kriegen wir auch so. Der Kollege? Hier in die Richtung, in die ich gucke. Das liegt da gerade. Nee, das ist der falsche. Das ist der männliche Level 90, ja. Aber der weibliche ist geradeaus. Das ist der weiße. Hier, da läuft ich der. Ich versuche mal oben an den Wasserfall zu kommen. Wo läuft er? Hier direkt gegenüber. Hier. Ja, weiß. Und unten dann ein paar Fische fangen. Den auf dem Stein. Bitte, was hast du? Ach, da. Ja. Der ist auch Level 90. Ja, richtig. Und weiblich. Das weibliche ist das Wichtige. Ja, hinter dir sind zwei Geier. Oh, aber die greifen mich sogar an. Mhm. Soll ich dir helfen, wenn wir die Krit killen? Die machen so viel Schaden, bist du dir sicher? Ja. Okay. Luftbremse und drauf. Luftbremse war welche Taste nochmal? X-Reload-Halten. Ich versuche mich zu... Da. Einer ist tot. Zweiter ist tot.